Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Atlas. Und ich stehe hier mal wieder in der Hatchery, in dieser Tame Hatchery. Und das hat auch einen Grund. Und zwar haben wir in den letzten Tagen die Company, also die Leute, und die so online waren die letzten Tage. Da sind jetzt nur noch zwei drin. Die beiden Spinnen. Muss mal schauen, wo er die ganzen Hühner gelassen hat. Es ist halt so gewesen. Ich hatte mich ja in der letzten Folge schon mal mit dem Dingen da beschäftigt und zwei Hühner reingesetzt und habe geschaut, was passiert. Es ist natürlich nichts passiert. Da sind die ganzen. Das ist das Ergebnis unserer Experimente. Oh, weia, lauter Hühner. Ich sammle mal die Eier ein. Die sind alle blau. Ist ja witzig. Und ja, da war ja nichts mehr rausgekommen. Es war ja nichts passiert. Ich hatte ja die Folge beendet. So, dann haben wir aber angefangen, uns nochmal doch ein wenig, so wie sich das gehört, die Wiki anzuschauen und durchzulesen. Und es steht ja klar definiert, dass diese Hatchery nicht nur Unterkunft für Tiere sein soll, sondern auch die Bebrütung durchführt. Und ja, ich hatte mich dann gefragt, ja, was muss man denn da alles für machen? Weil das stand in der Wiki nicht so unbedingt drin. Ich habe also die Viecher nochmal rausgenommen und habe nochmal ganz von vorne angefangen, Schritt für Schritt. Und zwar habe ich als erstes die Hühner auf Brüten gestellt. Habe zur Vorsicht auch nochmal auf Wandern gestellt. So war das ja sonst immer. Zum Beispiel bei Ark, das war hier ja auch so, dass man die Viecher auf Brüten stellen musste. So, und ihr seht, ich schaufel mir hier schon Bären rein. Bären mit E. Und das war das Entscheidende. Hier ist jetzt wieder ein Spinnenei. Das ist gerade erst entstanden. Also das funktioniert tatsächlich. Ich packe hier noch mal. Ja gut, das Futter braucht. Die fressen ja verrottetes Fleisch, glaube ich, ne? Oder Insektenfleisch oder so. Ich weiß es gar nicht. Wir können ja auch noch mal von dem was holen. Auf jeden Fall ist das Futter der entscheidende Faktor wohl gewesen, dass die angefangen haben zu brüten. Und dann waren wir natürlich Feuer und Flamme. Wartet mal, wir packen das mal zurück. Und packen mal ein bisschen von dem rein. Und haben angefangen, sämtliche Tiere reinzustopfen, die laut Wiki hier Eier produzieren sollen, einschließlich Krabben. So, und dann haben wir mit Spannung erwartet, was alles mal rauskommt. Bei den Ostrichen hat das funktioniert, die haben Eier gelegt. Da haben wir drei Stück auf einmal gehabt, plötzlich. Und das dauert jetzt hier so ein bisschen. Es kann natürlich sein, dass es vielleicht. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob noch ein Update da war. Ich habe am Sonntag nicht gespielt, weil ich mich mit meinen Videos verhaspelt habe. Ich bin da so ein bisschen stecken geblieben. Auf jeden Fall gibt es hier einen Timer eigentlich. Und dann brütet dieses Ei aus. Und man kann dieses Baby imprinten, was dabei rauskommt. Müssen wir gleich nochmal schauen. Ich habe jetzt mal Futter reingelegt. Und das haben wir halt mit sämtlichen Viechern gemacht, die Eier legen können. Wir haben noch nicht alle ausprobiert. Krokodile glaube ich noch nicht. Schildkröten noch nicht. Die großen Tortugas noch nicht. Mal schauen, ob sie hier noch irgendwas gemacht haben. Krabben gibt es wahrscheinlich nicht. Das haben wir ausprobiert. Aber ganz klare Sache. Wir schauen uns die Krabbe mal an. Ganz kurz, dann leuchtet eigentlich ein, warum das noch nicht funktioniert hat mit den Dingern. Und zwar haben die noch keine, da ist noch nicht Männchen und Weibchen definiert worden. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dessen funktioniert das einfach noch nicht. Hier, Gender, das Geschlecht ist halt, also NA nicht angegeben, ne? Und ich denke mal, deswegen funktioniert, das ist ganz klar, dass das deswegen nicht funktioniert. Also, es ist, in der Wiki beschrieben, dass Krabben Eier legen und hier reinpasst. Also sie können hier auch gezüchtet werden. Vielleicht sind sie im nächsten Schritt dann da
fertig damit und haben dann das Geschlecht da eingeführt oder sowas, ich weiß es nicht. Oder man muss was Besonderes machen und sie haben es aber noch nicht verraten oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind hier Hühner rausgekommen, Spinnen rausgekommen. Das haben wir hier ausprobiert. Wir haben jetzt die anderen Tiere noch nicht ausprobiert. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen schon was ausprobiert haben, außer Ostriche. Die sind noch nicht online gewesen heute. Und ich war ja am Sonntag nicht online, heute ist Montag. So, und die zweite Sache war, wo wir dann ganz heiß geworden sind, dieses Ding hier, haben wir uns dann auch nochmal durchgelesen. Das hat ja auch nicht funktioniert. Hier sind jetzt 7 von 7 Tames drin. Ich hatte 6 Stück reingepackt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, doch, die sind alle. Wir entladen das einfach mal. Nö, das ist okay. Packen wir mal wieder rein. Dann haben wir das gleich hier gemacht. Wir haben Viecher reingepackt und haben Futter nachgelegt. Und dann, hier war es so, am nächsten Morgen war hier ein Babypick drin, also ein Babyschweinchen. Und da war man natürlich auch ganz begeistert. Ich packe da mal wieder Futter rein. Dass das auch funktioniert. Das hatte nämlich, es hatte den Anschein gemacht, dass das halt immer nicht funktioniert hatte. Und so. Ja, das ist so ein Anzeigefehler. Kann man da auch Eier reinmachen? Nee. Ich packe gleich nochmal welche rein. Kommen wir gleich zu, dass ähnliches Problem ist auch mit den Tieren selber, die Anzeige. Ich mache einfach nochmal welche rein. Vielleicht funktioniert es dann. Nee, er zeigt es jetzt nicht an. Vielleicht später irgendwann. So. Females. Wir laden die mal raus. Futter haben sie auch drin. Das haben wir dann am Anfang gemacht. Behavior. Enable Breeding. Ich mache auch nochmal. Ich mache das Wandern einfach nochmal an. Packe es aber dann wieder ins Haus. So, und das machen wir mit dem anderen Schweinchen auch. Jetzt kommt aber die Sache. So. Dieser Kreis, der zeigt nicht richtig, das funktioniert, das ist das, was nicht richtig funktioniert, die Anzeige. So, Enable Breeding, ich pack's mal wieder rein. Man sieht da, also man hat das hier sehr gut gesehen. Wir hatten hier 14 Tiere drin. Und das war dann doch sehr schwierig, die Tiere rauszusuchen, weil die sind nicht gewandert. Also wenn man ein neues reingepackt hatte, beziehungsweise nicht gewandert, das hat sich nicht verändert hier. Es waren dann nur 7 zu sehen statt 14. Und wenn man eins angeklickt hat, dann kam plötzlich ein ganz anderes raus. Das ist noch so ein Bug, der hier gerade noch so vorherrscht. Jetzt schauen wir mal. Dieses hier wird jetzt gerade nicht ausgebrütet. Ich weiß nicht warum. Das hat eine Gesundheit von 97. 100%. Müssen wir mal abwarten. Vielleicht haben sie auch schon wieder was verändert an der Sache. Und hier taucht dann halt ein Babyschweinchen auf, ne? Wenn man dann. Ich will mal kurz, habe ich irgendwas in den Taschen? Ja, das packen wir mal kurz raus. Ich will mal zu den Ostrichen hüpfen. Mal gucken, was da los ist. Alter, falsch. Das ist natürlich witzig mit den Hühnern hier, ne? Die packen wir
wir da mal rein. Das mal da rein. Sonst habe ich nichts an. So, dann hüpfen wir mal zu den Ostrichen. Eine Company-Kumpel, sage ich mal, der hat Papageien in dieses Ding gepackt. Nee, einen Raben. Und hatte sich gewundert, dass da nichts passiert war. Und nachdem wir dann das mit dem Futter rausgefunden hatten, hatte er Futter reingepackt. Und plötzlich hatte er einen erwachsenen Papageien mehr. Und das war war wirklich witzig. Also, so Afrika. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war das hier oder da unten? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann sein, dass das hier war. Ja, ich glaube, das war das. Da haben wir das mit den Ostrichen gemacht und da mal alle reingestopft und da kamen dann auf einmal auch 3 Stück raus als Eier, befruchtete Eier, die auch bebrütet wurden. Das ging sehr schnell, dass das abgelaufen ist, dieser Timer, dass dieses 100 von 100 Incubation, das hat abgenommen mit der Zeit und war dann bei 0. Und dann war das Tier ausgebrütet. Es kann natürlich sein, dass sie jetzt irgendwie mit einem Update schon wieder was geändert haben an diesem Prozedere. Da weiß ich jetzt noch nicht, wie das ausschaut. Es ist auf jeden Fall sehr aufregend, dass das funktioniert, weil das von den Möglichkeiten des Breedings natürlich ganz anders jetzt aussieht, als wenn man den ganzen seine ganze Base mit 50 Bären voll hat. Diese Hatchling oder Hatchery und das Tame House, die Tame Hatchery und das Tame House haben 50 Plätze maximal. Also man kann da 50 Tiere unterbringen. Man kann da also ordentlich züchten. Das Imprinting funktioniert noch genauso, wenn man das mit diesen Dingern macht. Also ich hole die aus der Hatchery raus, imprinte die und packe sie wieder rein. Also ganz normal eigentlich. Man muss auch die Zeiten einhalten. Ne, da steht dann auch, nach 8 Stunden braucht das wieder Aufmerksamkeit und man kann dann die nächsten Prozente vollfüllen. Hakt gerade so ein bisschen. Ja, er hat die Krabben auch erstmal wieder rausgenommen, weil es halt nicht funktioniert hat, ne? So, mal gucken, wie viel jetzt. Mal gucken, wie es mit dem Futter aussieht. Ich gucke erstmal. Hier sind jetzt noch 9 drin tatsächlich. Gabi, Ostrich. Und hier seht es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt wird das auch angehört. Hier ist einer, der ist jetzt gerade dabei, erwachsen zu werden. Das kann natürlich sein. Ja, den können wir jetzt wahrscheinlich claimen. Zack. Das ist jetzt unser Behavior Disable Wandering. Hallo? Ich hab doch gerade. So, Enable Breeding mache ich noch mal. Und dann packen wir dann mal wieder ins Tame House. Ich habe gar nicht gesehen, was war das jetzt für ein Ding? Hab ich jetzt vergessen. So, hier sind jetzt 9. Gucken wir mal ins Inventar. Ja, da müssen wir Futter reinmachen. Dann machen wir jetzt mal. Ich hole noch mal ein paar Beeren. Und interessant ist auch, diese Geschichte erzeugt auch Dünger, aber einen anderen als der aus den Tame-Häusern. Das ist Nitrogendünger. Und der gibt einen kleinen Boost zum Wachstum. Der hat nur 5000... Düngeeinheiten, sage ich mal, im Gegensatz zu den normalen mit 54.000, doch, ja, haben die kleinen Dinger nur 5.000, aber die geben halt so einen kleinen Wachstumsboost für eine gewisse Zeit, laut der Wiki. Was essen Ostriche gern? Beeren, ne? Hm.
Wir nehmen mal Karotten. Vielleicht fressen sie das auch. Oder Zwiebeln oder so. Wir nehmen mal rote Beete, da haben wir genug von. Es kann durchaus sein, dass das jetzt auch nicht angezeigt wird, wenn ich die da reinpacke. Mein Gott, da stört wieder so ein trampelnder Elefant oder eine Giraffe. Furchtbar. So, gehen wir mal hin. Stopfen da mal wieder Essen rein. Was stört hier? Ist irgendwas nicht richtig dargestellt? Gucken gleich mal rein in dieses Fässchen. Das ist wie bei dem Tame House auch da. So. Das kommt da rein. Ja, es verschwindet auch, aber gut. Es ist halt, wie gesagt, ein Bug. Und dieses Rausladen hier, das ist auch ein bisschen komisch. Gerlinde. Ah, hier. Seht ihr? Die legt jetzt gleich ein Ei. Schauen wir gleich nochmal rein. Mit Günther. Günther und Gerlinde machen gerade unkeusche Dinge. Waiting with Gerlinde, genau. Macht das noch irgendjemand? Ah, noch eine. Die matet auch, aber mit wem? Auch mit Günther. Ménage à trois. Egal. Wir warten mal ab. Wir gehen mal kurz zum Fässchen hier. Hier ist nämlich der Dünger drin, wie im Tamehaus auch. Aber das ist halt... Ah, ist gar keiner drin jetzt gerade. Aber das ist halt unterschiedlicher Dünger. Der heißt wirklich Nitrogendünger. Und der gibt einen kleinen Boost. Ich habe das noch nicht feststellen können. Hab noch nicht drauf geachtet, weil ich noch nicht den Dünger noch nicht verwendet habe. Müsste man mal ausprobieren. Ich weiß ja nicht, ob dieser Boost dann für diese 5000 Einheiten gilt oder keine Ahnung. Bin ja mal kurz. Achso, in den, da kann man glaube ich nicht sehen, was da für Dünger drin ist. Ne? Stört gerade so ein bisschen hier bei mir. Ping ist aber in Ordnung eigentlich. Ja, Beeren haben wir auch noch nicht ausprobiert. Aber es funktioniert auf jeden Fall mit den Schweinchen. Also da kamen Babyschweinchen raus. Fand ich sehr witzig, echt. Also da waren wir auch sehr überrascht. Wir haben das alle nicht geglaubt. Wir haben es wirklich mehrmals getestet und dann kamen halt diese Dinger raus da. 6 Ostriche waren halt drin, 9 haben wir jetzt. 2 maten gerade wieder. Müssten also wieder 2 Eier entstehen. Und dann haue ich hier wieder ab. Hier irgendwie hakt hier was gerade. Vielleicht liegt es am Server oder so, keine Ahnung. Gucken noch mal, wie weit sie sind mit ihrem Maten. Da ist eins. Ah, da geht es jetzt auch. Hier sieht das, jetzt hat 97 und das geht jetzt langsam runter. Und wenn das dann soweit ist, dann die mated. Ja, die hat wahrscheinlich angefangen mit einem der Hähnchen, sage ich mal, zu maten. Und dann ist die unterbrochen worden. Dann haben vielleicht Gerlinde und Dingens Günther zueinander gefunden eher. Aber wir haben jetzt hier unser Ei. Jetzt hat es nur noch 95. Dauert etwas, bis das runtergeht. Muss man ein bisschen Geduld haben. Das schaffen wir in dieser Sendung nicht. Huch. Habe ich den aus Versehen rausgeholt? Wieder rein. Wie unangenehm. So. Da müssen wir dann warten. Also das dauert ein bisschen. Gucken, ob wir hier schon irgendwas haben.
Ach, jetzt sieht man, jetzt ist alles voll hier. Das ist dieser Nitro-Fertilizer. Und der erhöht die Ernte und die Geschwindigkeit des Wachstums. So steht das auch in der Wiki und hier steht es auch nochmal drin. Habe ich halt noch nicht getestet. Achso, das ist ein Wilder. Ich dachte, jetzt habe ich schon wieder einen rausgeholt. So. Ja, ich muss was trinken. Dann hauen wir hier mal ab und gehen mal wieder zu I3 rüber. Das ist nicht so voll. So, gucken, ob hier oben ein Bett war. Ja, und da haben wir uns eigentlich nur mit befasst. Wir haben uns jetzt erstmal nur mit dem Züchten befasst, weil das wirklich faszinierend war für uns. Und meine Erklärung einfach, dass die auch das eingeführt haben mit den Krabben und sowas, hat wahrscheinlich auch, denke ich mal, höchstwahrscheinlich sogar wieder Servergründe. Weil die Performance dann einfach geschont wird, wenn die Viecher in so einem Dingen sind. Südamerika. Und dann sind wir hier. Na, es leuchtet ein, die stehen dann nicht irgendwo rum. So, mal wieder auf die Mistral. Ein schönes kleines Schiffchen. Und der einzige Nachteil ist halt bei dem Tame House, so wie bei dem Tame Hatchery Dingen, dieser Anzeige-Bug von den Tieren her, dass man nicht richtig auswählen kann, wen man haben möchte. Da kommt dann irgendwer, das ist so ein bisschen doof. Und halt, ihr habt es ja gesehen, der Anzeige-Bug im Inventar, wenn man Futter reinpackt, dass das nicht gleich angezeigt wird. Hat es einen Moment gedauert und dann waren auf einmal die Säcke mit Dünger da und jetzt wird wahrscheinlich auch das Essen angezeigt werden, irgendwann. Das dauert so einen Moment. Jetzt schauen wir uns noch mal an. Hier regnet es natürlich wieder, wie immer. Oh. So, schauen wir uns mal an, was das Ei macht von der Spinne. Eine habe ich nämlich gehabt schon, aber da ich nicht Tier 3 habe, konnte ich die nicht imprinten und dann ist sie abgehauen und ich habe sie nicht wieder ins Haus packen können. Komisch, das hier, dies brütet gar nicht jetzt gerade. Verstehe ich gar nicht. Tisch und seltsam. Da weiß ich jetzt nicht, warum das nicht brütet. Keine Ahnung. Naja, wie gesagt, es ist noch nicht ganz ausgereift, aber es funktioniert. Also kann man nicht abstreiten, dass das funktioniert. Mal gucken, ob hier ein Baby entstanden ist irgendwo. Es sind immer noch 7. Nee, dann würden es jetzt 8 sein. Ja, und damit haben wir uns die letzten Tage beschäftigt und sind wirklich begeistert, dass das so funktioniert. Mal abwarten, wie sich das entwickelt. Mal schauen, ob sie die Bugs demnächst jetzt rausholen aus den Dingern. Denn ich denke mal, das wird einigen Leuten gefallen, wenn die dieses Dingen aufbauen und da jetzt ihre Tiere reinpacken können. Und wenn man dann auch noch gescheit diese Dinger wieder rausholt oder rausholen kann und imprinten, wieder reinpacken, dann nach 8 Stunden. Ne, also das kann man trotzdem machen, wieder rausholen, imprinten. Aber man muss sich halt keine Sorgen mehr machen um das Futter. Das Futter ist in dem Ding immer da, wenn man das vollstopft und das Wasser halt auch. Das ja sowieso. Ja. Tolle Sache. Das ist das, was ich in diesem Video mal vorstellen wollte. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Der eine oder andere mag natürlich sagen, ja, das ist wieder eine Vereinfachung, tülü. Ist es auf jeden Fall. Man ist ja nicht gezwungen, das zu nutzen. Man kann es ja auch immer noch klassisch machen, so wie andere auch, dass man seine 50 Bären in einer Reihe hat. Aber ich finde es eigentlich bequemer, weil man dann auch, die man nicht haben will, die nimmt man einfach raus und macht Hackfleisch von, ne? Dann hat man aber nicht mehr diese 50 Beeren da,
sondern imprintet ein, kann die anderen vielleicht auch wieder ausschalten vom Breeding her. Die brauchen auf jeden Fall auch 24 Stunden, bis sie dann neu maten. Und ja, kann das so einigermaßen im Rahmen halten. Huch, eine Boje. ja, das ist das, was ich euch zeigen wollte heute in dieser Folge. Es ging heute nur ums Brüten. Um die beiden Häuser, Tame House und Tame Hatchery. Sehr interessante Dinger für mich, finde ich persönlich. Also macht das für mich auch interessant. Wenn ich mal wegen zu wenig Zeit spielen oder ich bin jemand, der nicht morgens um 3 Uhr aufsteht, nur weil er einen Bären imprinten muss. Das ist für mich einfach nicht möglich, weil ich arbeiten muss und sowas. Das geht einfach nicht. Also würde ich aber auch aus Prinzip nicht machen. Das ist so von dem Spiel mir aufdiktieren lassen, wie ich mein Leben zu führen. Aber so jetzt mal etwas ernster gesagt, ne? Das gibt ja genug Spiele, die sowas machen und da mache ich dann meistens nicht mit. Und sowas zum Beispiel macht so diese Taming-Geschichten, Züchten und sowas für mich auch interessant. Weil man, dann hat man auch mal, ja, dann hat man halt mal eben ein Viech drin, das sich imprintet, aber das kann man dann immer noch zu Wurst verarbeiten oder sowas. Ne? Das ist vielleicht von den Werten ja nicht ganz so toll, aber man kann es dann verwerten. Und wenn man dann mal Zeit hat, so jetzt im Urlaub zum Beispiel möchte ich das mal machen, da kann man dann auch mal imprinten und kann sich auch darauf konzentrieren. Aber sie verhungern halt nicht mehr. Ich bin gespannt, wie sie das so weiterentwickeln, was auch vor allen Dingen noch so alles geplant ist. Ich denke mal, da werden noch mehr Sachen kommen. Sehr gespannt bin ich. Wir waren ja Feuer und Flamme, dass man die Krabben vermehren darf. Aber wie gesagt, das scheitert wahrscheinlich an dem nicht definierten Geschlecht. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Mehr wollte ich jetzt aber auch nicht erzählen. Reicht jetzt auch, sind fast eine halbe Stunde wieder. Würde mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es weiter. Ich werde da mal dranbleiben an diesem Züchten. Da oben ist die nächste Krabbe. Ich sehe jetzt auch nur zwei. Also es hat wirklich noch nicht funktioniert mit dem Vermehren. Das wäre ja der Knaller. Also das wäre wirklich irre. Ja, wie gesagt. Das war's für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eine ruhige Woche bis dahin. Und mal schauen, was hier noch so los ist. Also ich finde das eigentlich ganz nett, auch wenn ich im Moment selber nicht viel so großartig Spielzeit habe, weil ich vor meinem Urlaub jetzt noch einiges zu tun habe. Aber ich bin auf jeden Fall begeistert und spiele das auch immer noch sehr gerne hier. So, ja, jetzt würde ich aber sagen, ist Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss. Bis dann. Ciao.